Hallo, hier ist Tina von Axolotl TV 2. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und das, obwohl das Thema dieses Videos ja recht ernsthaft ist. Wie ihr schon dem Titel des Videos entnehmen könnt, geht es heute um die erhöhte Krankheitsanfälligkeit eines Axolotl-Besitzers. Um darüber zu sprechen, setze ich mich einmal kurz hin. Ja, ihr habt richtig gehört. Als Axolotl-Besitzer ist man krankheitsanfälliger als viele andere Menschen. Fangen wir mal oben, also mit dem Kopf, an. Wir sind besonders anfällig für Probleme mit den Ohren. Das ist vor allem im Sommer so. Denn wegen der Klimaerwärmung läuft und surrt unser Kühler ständig. Im Winter sind wir eher anfällig für Schnupfen, denn die Heizungen bleiben ja aus. Schließlich sollen die Axolotl bei 18 Grad ein gutes Leben führen. Zu Problemen mit den Augen neigen wir zu jeder Jahreszeit. Wir verbringen viel Zeit damit, die Tiere zwischen den Pflanzen zu suchen. Demzufolge sind viele von uns Brillenträger. Abgesehen davon neigen wir zu Bindehautentzündungen. Wie gesagt, in unseren Wohnungen ist es kühl. Kopfschmerzen sind für uns ein alltägliches Problem. Schließlich machen wir uns ständig Sorgen. Sorgen um Pilzbefall, um Bakterien oder um Viren. Und das führt natürlich zu dem nächsten Risiko, zu dem Risiko an verfrühter Grauhaarigkeit zu erkranken. Das waren die Probleme, die den Kopf betreffen. Arbeiten wir uns weiter vor, zum Rumpf. Bauchschmerzen sind für uns ein allseits bekanntes Problem, ebenso wegen der schon erwähnten Sorgen. Aber auch unser Rücken bleibt nicht wirklich verschont. Schließlich verbringen wir viel Zeit in sehr unbequemer Haltung vor dem Aquarium. Und ja, auch unsere Extremitäten bleiben nicht verschont. An den Händen neigen wir zu Ekzemen und Ausschlägen. Das liegt daran, dass wir oft ins Aquarium greifen, um bei der bald ausgerissene Pflanzen wieder einzugraben. Und ja, bei manchen von uns sind auch die Füße betroffen. Ich meine jetzt hier keine Ausschläge oder Ekzeme, sondern eher allgemeine Fußschmerzen. Entschuldigt, dass ich bei solch einem ernsten Thema lachen muss. Diese Fußschmerzen treten vermehrt bei Menschen auf, die viel laufen, auf der Suche nach leisen Ecken in der Wohnung. Dieses Problem tritt, wie ihr euch ja denken könnt, vermehrt im Sommer auf. Jetzt, nachdem wir uns über Kopf, Rumpf und die Extremitäten unterhalten haben, wollen wir mal den ganzen Körper betrachten. Manche von uns neigen zu Eisenmangel, ebenso zu einem Mangel an B12 und Folsäure. Das liegt daran, dass sie aus Liebe zu diesen Tierchen überhaupt keine Tiere mehr verspeisen. Außerdem haben wir ein erhöhtes Risiko für Übergewicht. Wir verlassen selten den Sessel. Und genau das führt zu Kreislaufproblemen und auch Übelkeit. Ab hier wird's dann richtig gefährlich. Es wird lebensgefährlich. Denn viel schlimmer ist das erhöhte Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall. Stellt euch das mal vor. Wir sitzen gemütlich im Sessel und beobachten die Tiere. Und plötzlich geschieht etwas Ungewöhnliches. Eines der Tiere ist weg. Eines der Tiere holt vielleicht zu oft Luft oder eines der Tiere versteckt sich viel zu lange in einer Höhle. Da kann es schon mal vorkommen, dass durch einen erschreckten Sprung aus dem Sessel eines der Äderchen reißt. Ganz schnell bildet sich ein kleines Gerinnsel oder etwas Kalk löst sich, was dann wiederum den Schlaganfall auslöst. Ebenso ist eine Verkrampfung des Herzmuskels denkbar. Wie gesagt, das Risiko ist hoch. Aber wisst ihr, welches Risiko bei uns im Vergleich zur restlichen Bevölkerung nicht erhöht ist? Es ist das Risiko, an Corona zu erkranken. Im Gegenteil, unser Risiko, an Corona zu erkranken, ist sogar geringer als bei allen anderen. Denn wir verlassen ja nicht den Sessel. So, ich mache mich jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Nach Hause in meine risikoreiche Wohnung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!